Stadion Phaenak, Duell 1 und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Wir widmen uns heute dem Phaenak Stadion. Ich habe schon reingeschaut, habe schon 4 Runden gespielt, habe jedes Mal eine andere TM auch bekommen. Ja, die zeige ich euch dann alle noch. Das waren Regentanz, Sonntag, Solarstrahl und Gigasauger, die ich bekommen habe. Aber ich glaube, ja, okay, das war tatsächlich die allererste Runde, die ich gespielt hatte. Das heißt, jetzt dürfte es keine neue TM mehr geben. Also man kann in den Arenen bzw. in den Kolosseen mehrfach antreten, bekommt dann so 3 bis 4 verschiedene TMs, auch jedes Mal das Preisgeld. Ja, und deswegen lohnt sich das dort auch tatsächlich mehrfach anzutreten. Und ihr seht, meine Pokémon sind etwas stärker geworden. Ampharos, Igla war Level 35, Mantax auch noch Level 35 und ja, Mo und Shiny beide Level 37. So sieht's aktuell aus. Warum habe ich nicht weiter trainiert? Weil ich gerne die Entwicklung von Igelava mit dabei habe. Beziehungsweise dabei hätte in der Aufnahme. Ja, und außerdem denke ich, sollte das dann auch reichen. Will mich ja auch nicht zu krass so dann overpowern. Ich glaube, wir sind immer noch dann, wenn wir zum Duellberg gehen, ein bisschen unterlevelt. Ja, aber mein Gott, da gibt's Schlimmeres. Wie gesagt, wir haben die Save-Stats zum Fangen der Pokémon, aber es wird dort das erste Mal richtig knifflig werden, das Fangen. Aber wir machen jetzt erstmal hier das hier fertig, ja. Und Igla war erreicht Level 36, das heißt, wir bekommen dort jetzt auch unsere Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob das während des Turniers noch passiert oder erst nach dem Turnier. Auf jeden Fall, wie gesagt, 4 verschiedene Runden gab es hier, alle 4 schon durchgespielt. Ja, und da entwickelt sich Igla war. Und jawohl, unser Igelava wird zu Tornupto. Er lernt aber, glaube ich, keine weitere Attacke. Sehr gut. Und mit unserem Tornupto, mit unserem frisch entwickelten Tornupto, gehen wir jetzt in Duell 2 im Stadion Phaenak. Im Übrigen, das Phaenak-Stadion gefällt mir rein vom Ambiente her richtig gut mit den Wasserfällen hier hinten und auch diese blaue Kugel dort oben. Das sieht richtig geil aus. Also für mich persönlich wahrscheinlich das schönste Kolosseum. Beziehungsweise das schönste Stadion. So, und jetzt heißt das Duell Tentara und Dodu gegen Tornupto und Ampharos. Ja, ihr seht schon, rein vom Level her liege ich hier deutlich unten drunter. Aber ich habe ja gesagt, ich habe es jetzt schon 4-mal gespielt und ich kann euch versichern, meine Pokémon sind kein einziges Mal, also keins meiner Pokémon ist auch nur ein einziges Mal K.O. gegangen. Die Pokémon haben zwar deutlich höhere Level, wie ihr das sehen könnt, weil ich habe ja vor allem mit Level 31, glaube ich, hier angefangen von meinen Pokémon. Oder Level 32, bin mir gerade unsicher. Und die haben zwar höhere Level, aber die sind halt meistens alle in ihrer ersten Entwicklungsstufe und deswegen dann doch ziemlich schwach, wenn ich das da jetzt mal so einschätzen darf. Und deswegen war das dann tatsächlich auch eher kein Problem. Ich habe im Übrigen, wo ich das erste Mal gesehen habe, das Level 40, dann habe ich mir gedacht, komm, startest nochmal neu, dann trainierst du halt erstmal im Pirithus-Stadion, ja, weil das war jetzt auch wieder freigegeben. Ja, kannst du sowas von abessen. Da sind die nämlich jetzt Level 50, ja, also da habe ich mir dann gedacht, okay, das brauchst du jetzt definitiv noch nicht. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Halbfinale. Nochmal zurückzukommen zu Pirithus. Dort wird es sich natürlich dann bei Gelegenheit, wenn meine Pokémon entsprechend Level haben, auch anbieten, das dann 3-4 Mal zu spielen, sodass man auch dort alle TMs noch einsacken kann. Das werde ich aber dann offscreen machen, weil wir haben ja das Stadion auch schon einmal im Video gehabt, ja, und da denke ich, müssen wir das nicht nochmal machen. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt hier alles offscreen gemacht habe, mit den ganzen TMs. Ich meine, ja, das ist jetzt nicht super interessant, hier zu sehen, wie ich eine TM bekomme. Da habe ich mir gedacht, nehme ich halt einmal das Turnier mit, ja, und dann können wir hier weitermachen. In der Story soll ja als nächstes zum Duellberg gehen. Ich weiß gar nicht, ob der schon auf der Karte verzeichnet ist. Aber, ja, das war ja die Ansage von Eokapa, dass er sich aufmacht zum Duellberg. Und wie gesagt, dort wird es richtig knackig in Sachen Krypto-Pokémon-Fangen. Jo, bis jetzt lösen wir das. Also, seitdem jetzt
Also ich, mit Sicherheit haben die Kämpfe vorher so ein bisschen länger gedauert, ja, in den Offscreen-Runden, die ich gemacht habe. Ja, jetzt, wo sich Igel aber entwickelt hat, ist das ja gar kein Problem, ja. Das Flammenrad hat gefühlt gleich die doppelte Stärke jetzt, Klar, durch die Entwicklung sind die Statuswerte deutlich erhöht, aber gleich doppelt so stark ist natürlich krass, ne? Na gut. Nee, wir sind nicht nervös. Das müsste der Trainer sein mit Hydropie. Also wir haben hier von den 4 Runden 3 Runden, die jeweils einen Starter aus der 3. Generation hatten. Ja, also dann noch einer mit Gekkabor und noch einer mit Flamly. Und der 4., der hatte halt dann keinen Starter, sondern der hatte dann dafür aber, ich glaube, Kindwurm müsste der dabei gehabt haben. Vielleicht irre ich mich auch, ja. Es könnte auch sein, dass das irgendein Halbfinalkampf war. Will mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. So machen wir Sonntag. Dass ich das Hydropie zur Not hier ordentlich wegsnacken kann. Beziehungsweise, dass eben die Wasserattacken von Hydropie auch geschwächt sind. Da die ansonsten doch schon einiges an Schaden ausrichten könnten bei Tornupto. So, der Erstauner hat ja gar nichts gebracht, Zubat. Auf Wiedersehen. Ja, die Trainer hier haben natürlich auch nicht besonders viele Pokémon. Immer 2, außer eben der Finalgegner. Der hat dann tatsächlich auch 3 Pokémon. Ja, das Tuska läuft natürlich jetzt eigentlich direkt ins Verderben rein, da ich jetzt noch den Sonnentag eingesetzt habe. Das wird jämmerlichst krepieren in der nächsten Runde, wenn ich Flammenrad einsetze. Ja, und ihr seht schon, Surfer. Sehr effektiver, macht kaum Schaden, eben aufgrund des Sonnenlichts. So, Donnerblitz brauchen wir aber eigentlich nicht einsetzen auf Hydropie. Das ist ziemlich sinnlos. Das heißt, ich könnte hier das Pokémon wechseln. Bringen wir mal Mantax rein. Dass das auch noch ein paar Erfahrungspunkte bekommt, ja. Weil Ampharos kann da jetzt wirklich nichts ausrichten. Klar, ich hätte jetzt mit Donnerblitz auf Tuska gehen können. Aber das wäre super sinnlos gewesen, ja. Dann lieber jetzt Flammenrad auf Tuska. Tuska ist direkt weg. Und dann nächste Runde Flammenrad auf Hydropie. Einmal den Step bekomme ich ja. Mal 1,5 der Stärke, weil eben Tornopto Feuer-Pokémon ist und eine Feuerattacke einsetzt. Und dazu kommt, dass ich eben den Bonus durch das gleißende Sonnenlicht nochmal mal 1,5 bekomme. Und deswegen da auch die Nicht-Effektivität quasi wettmachen kann fast. Beziehungsweise mehr als wettmachen kann, wenn ich es mir genau überlege. Weil 1,5 mal 1,5 hast du 2,25. Das mal 0,5, weil es eben nicht sehr effektiv ist, bist du immer noch bei über 1. Von daher, ja, besser als irgendeine Attacke, die halt nicht effektiv ist, ne? Oder die neutral effektiv ist, sagen wir es mal so. So, nochmal Flügelschlag, nochmal Flammenrad und dann ist hier auch Feierabend. Da bin ich gespannt, ob ich nochmal die TM bekomme. Ich glaube, Regentanz hatte ich bekommen in der ersten Runde. Wäre natürlich interessant zu wissen, wenn man jetzt mehrfach Regentanz braucht, dann kann man natürlich das Turnier hier so oft spielen, dass man eben dann entsprechend 2-3 Mal Regentanz hat. So oft, wie man es halt braucht und seinen Pokémon beibringen möchte. Ja, das wäre sehr gut zu wissen. Wir bekommen im Übrigen immer so, okay, das Ding hat jetzt 6.000 Poké-Dollar gebracht. Die anderen 3 Turniere immer so 8.000, 8.500, ja. Aber keine weitere TM. Okay, wir haben die TM einmal bekommen. Danach gibt's die TM also nicht mehr. Okay, damit hätten wir jetzt hier in Phaenak das erfolgreich abgeschlossen. Jo, alle 3 Level 36. Das heißt, ich brauche Mantax erstmal nicht vorswitchen. Und wir verlassen Phaenak in Richtung Duellberg. Und der Duellberg, den haben wir oben Ort der Ertüchtigung für Trainer und Pokémon im Moment besetzt von einer mysteriösen Bande. Das wird in Zukunft dann wahrscheinlich so das Areal sein, wo ich trainieren werde. Das werden wir uns dann in Zukunft auch nicht mehr so sehr anschauen. Weil, ja, es ist halt ein Duellberg, ne? Hier finden eben nur Kämpfe statt. Und nachdem wir das jetzt hier mit Team Krypto gleich gelöst haben, also was heißt gleich, dauert ein bisschen, aber nachdem wir das halt mit Team Krypto hier gelöst haben, dann ist ja wirklich bloß dazu da, eben von der ersten Plattform sich bis hoch zur 100. Plattform zu kämpfen. Klar, nach jeder 10. Plattform ist Speicherpunkt, ja. Und du kannst dann die 10er-Blöcke immer wieder wiederholen, so oft du willst. Ja, aber mehr passiert halt hier nicht. Außer, dass wir auf jeder 10er-Station auch ein Item bekommen. Einmalig, sobald wir es das erste Mal geschafft haben. Und mehr ist es, wie gesagt, nicht. Deswegen wird da hierzu nicht viel mehr kommen in dem
Let's Play. Eine Katastrophe, es ist ganz schlimm. Der Duellberg wird von fragwürdigen Individuen angegriffen. Oh. Ah ja. Haben wir ja sonst noch irgendwas? Kann nämlich sein, dass wir hier auch irgendwelche Items haben. Vielleicht noch einsacken kann. Nee, okay. So verlasse ich bloß den Duellberg. Das ist natürlich nicht das, was ich geplant hatte. Vielleicht hinten noch irgendwas? Nee. Weil ich hatte nämlich Erinnerung, dass hier eigentlich was versteckt ist, aber scheinbar nicht. Ihr wollt auf dem Duellberg kämpfen? Vergesst es! Das ist im Moment leider ausgeschlossen. Ein Haufen komischer Typen mit komischen Pokémon hat den Duellberg besetzt. Tja, dann wird's Zeit, dass ich mir ein paar komische Pokémon krall. Und bevor ich's vergesse, nehmen wir natürlich gleich mal Capoeira wieder mit ins Team. Nicht, weil ich Capoeira eben im Team haben möchte. Aber vielmehr eben deshalb, weil ich möchte, dass der Balken von Capoeira sich eben langsam leert, indem es halt einfach in meinem Team ein bisschen, ja, das klingt jetzt vielleicht böse, aber ein bisschen schmort, ja. Offensichtlich haben sie es auf den Arealleiter Gardio abgesehen, aber warum nur? Ich würde ihm ja gern helfen, aber im Training komme ich gerade mal bis zum 8. Trainer. Den Gangstern bin ich wirklich nicht gewachsen. Also, da kamen diese Leute und griffen plötzlich alle Trainer an. Und die Pokémon von denen waren auch irgendwie nicht normal. Ja, ja, die haben Krypto-Pokémon. Was hat denn der alte Mann hier noch? Was ist hier eigentlich los? Das hier ist doch ein ordentliches Übungsgebiet für ordentliche Trainer, oder etwa nicht? Die Regeln zu ignorieren, einfach hier anzugreifen, das ist ungebührliches Verhalten für Trainer. Das tut zwar nichts zur Sache, aber es musste mal gesagt werden. Oh ja, ich bin der Attackenverlerner. Okay. Er kann Pokémon-Attacken vergessen lassen. Macht in dem Spiel allerdings jetzt nicht so viel Sinn, weil es hier keine VMs, also keine versteckten Maschinen gibt, die eben nicht überschrieben werden können durch neue erlernbare Attacken oder durch TMs, ja. Deswegen macht der Attackenverlerner eigentlich gar keinen Sinn. Okay, hier können wir Coupons tauschen. Wir bekommen Coupons für jeden abgeschlossenen 10er-Block, soweit ich das weiß. Und die können wir dann umtauschen gegen irgendwelche Preise. So, schauen wir uns das jetzt mal hier an. Das geht nicht. Hier wimmelt es von Verbrechern. Es ist viel zu gefährlich. Was? Ich soll Grant fragen? Ach so, ihr seid die Leute, die uns retten sollen. Ich habe nämlich die Nachricht an Grant geschickt. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Aber passt auf, die Pokémon dieser Typen sind wirklich ungewöhnlich stark. Tja, ist halt so, ne? Lässt sich nicht ändern. Also, und da geht es also los gegen den ersten Trainer von Team Krypto. Hey da, das ist doch wohl ein Missverständnis. Training gibt es hier zurzeit nicht, aber wenn du unbedingt kämpfen willst, nur zu, kämpfe gegen mich. Biker Babu möchte kämpfen. Knackleon und Kamaub, Level 35, hat sich quasi definitiv schon mal gelohnt zu trainieren. Ampharos, absolut ungeeignet, gerade in dem Moment. Könnt dann mal schauen, ob Ampharos irgendeine Pflanzenattacke lernen kann, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ihr könnt dann trotzdem mal schauen, inwiefern ich meine TMs vielleicht doch verwerten kann. Was habe ich jetzt eingesetzt? Ich habe irgendwas Sinnloses eingesetzt. Es kotzt mich schon wieder an, weil ich zu schnell auf den A-Knopf gedrückt habe. Ah, Sonntag. Ist nicht unbedingt das, was ich jetzt wollte. Weil ich habe ja montags nicht umsonst eingewechselt. Naja, scheiß drauf. Na klar, Schaufler auch noch. Was denn sonst? Na gut, machen wir Blubstrahl auf Knackleon. Nee, nicht auf Knackleon. Knackleon ist abgetaucht. Und vielleicht ein Schaufler. Genau, wir machen den Schaufler auf Knackleon, damit eben die Schaufler-Attacke von Knackleon selber mein Tornopto schon mal nicht treffen kann. Und auf Mantax ist es sowieso wirkungslos. Das sollte trotz Sonntag reichen. Vierfach effektiv. Da kam auch ja mit Feuer und Boden zweimal schwach gegenüber von Wasserattacken ist. Oha, Sandan kommt ja tatsächlich noch. Okay, die Attacke wäre sowieso auf Mantax gegangen, dann wäre es eigentlich egal gewesen. Naja, scheiß drauf. Versuchen wir Knackleon zu plätten. Der Schaufler wird nicht reichen. Aber mit dem Blubstrahl sollte die Messe gelesen sein. Jo, Knackleon, ciao Sinjo. So, was macht Sandan? Bitte nicht schaufeln. Ja, okay, mit dem Kratzer kann ich leben.
Übrigens, hier ist es nicht so wie in den Turnieren, beziehungsweise in den Kolosseen, Stadien, nennt's wie ihr es wollt, dass unsere Pokémon nach jedem Kampf geheilt werden. Nein, hier werden unsere Pokémon nur nach jedem 10. Kampf geheilt. Aber wir könnten jetzt gerade problemlos zurückgehen und unsere Pokémon heilen. Machen wir das im Falle vom Normalbetrieb des Duellbergs, bin ich mir gerade unsicher, ob das funktioniert, zwischendurch zurückzulaufen oder ob wir dann wieder von vorne anfangen müssen. Das kann nämlich auch sein. Na, ist auch egal. Er hat auf jeden Fall schon mal kein Krypto-Pokémon. Ja. Oh, und jetzt wird Drakim bestimmt auch mich verhauen. Tja, so sieht's aus, ne? Zweiter Kampf. Was? Babu, diese Niete hat gegen mich verloren. Naja, auf den konnte man sich noch nie verlassen. Aber man kann es ja auch so sehen. Dafür habe ich jetzt meinen Spaß mit dir. Na los, komm schon. Jäger Dan. Was haben die eigentlich für geile Namen hier schon wieder? Quiekel und Poupons. Agieren die alle mit Boden-Pokémon? Oder brauche ich mein Ampharos überhaupt noch? Oder kann ich es wegschmeißen? Ey, das ist ja schon wieder super bescheiden. Und ich wollte meinem Ampharos vielleicht TMs beibringen. Hab ich mal wieder verpennt. Good morning. Na gut, Quiekel können wir relativ easy plätten. Quiekel vom Typ Eisboden. Dementsprechend die Feuerattacke sehr effektiv. Und da es sich hierbei um Tornupto handelt, sollte ja gar nichts anbrennen. Beziehungsweise Quiekel brennt schon an, aber... Ja, okay, der war schlecht. Larvita! Okay. Hat sich definitiv gelohnt zu wechseln. Da gehe ich mit meinem Tornupto auf Poupons. Und Larvita kriegt einen Blubstrahl ab. Larvita Typ Gesteinboden. Entsprechend der Blubstrahl hier auch wieder für beide Typen von Larvita sehr effektiv. Deswegen sehe ich da gar keine Chance für Larvita, das irgendwie zu überstehen. Auch wenn es Level 37 ist. Also ihr seht schon, rein von den Leveln her fangen die schon wieder an, uns leicht überlegen zu werden. Die Frage ist jetzt, hat nur der Kryptochef, also Drakim, also was heißt der Kryptochef? Der Chef von der Zehnerbande hier auf dem Duellberg jetzt ein Krypto-Pokémon? Oder haben die zwischendurch hier auch schon ein Pokémon? Das ist wirklich die alles entscheidende Frage. Aber okay, ich habe ja zur Not meine Safe States, die ich setzen kann, na. Also das sollte mein geringstes Problem sein. Auf jeden Fall besiegen wir Jäger Dan. Und können quasi damit weitergehen zum dritten Abschnitt. Jetzt werde ich bestimmt auch bestraft. Die alle bestraft werden von Drakim. Was ist dieser Drakim denn für ein Typ? Was denn? Babu und Dan, beide besiegt? Was für Jammerlappen. Mich wirst du nicht so leicht schlagen können. Ja, das haben deine beiden Vorgänger auch gesagt, dass sie nicht so leicht zu schlagen sind. Bikerin Cassis oder Cassis. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall Ampharos mal wieder absolut ungeeignet. Also ich drehe ja gleich durch. Ich kann wirklich jedes Mal direkt das Pokémon wechseln. Hat er jetzt 4 Pokémon gehabt? Nee, auch nur 3. Also was heißt nur? Reicht ja völlig aus, 3 Pokémon, na? So, vielleicht bei Kleinstein jetzt gleich wieder ein Schaufler auf Mantax. Irgendwie gehen die immer auf Mantax. Oh, und Flammenrad reicht gegen Sander. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Tornupto Level 37. Warum nicht? Ja, come on. Ich hätte ja jetzt gesagt, okay, bis zum nächsten Mal wechsle ich dann einfach, dass eben nicht mehr mein Ampharos vorne ist. Aber Ampharos halt Level 36. Na, ich brauche das. Das muss ja leveln, mein Gott. Was soll ich denn sonst machen? So, das Kamaup hat erstmal ordentlich kassiert von Kleinstein. Auch nicht unbedingt. Au, das... Ah, zum Glück. Zum Glück setzt ja Blubstrahl auf Kleinstein ein. Jetzt muss ich bloß hoffen, dass Kamaup nicht auch irgendwie Intensität oder sowas beherrscht.
Das wäre kacke. Weil das macht ja dann doppelten Schaden. Weil mein Tornopter aktuell unter der Erde ist. Und solange das unter der Erde ist, kassiert es dann doppelten Schaden von solchen Attacken. Gut. Kam aber zum Glück nichts. Von daher sollte jetzt hier an der Stelle Feierabend sein. Genauso ist Kamaub auch besiegt. Damit haben wir die ersten drei Trainer vom Duellberg erledigt. Wir arbeiten uns beim nächsten Mal weiter vor nach oben zu Drakim. Und schauen mal, ob wir ihm beim nächsten Mal schon sein Krypto-Pokémon abluchsen können. Für heute war es das. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein zu Pokémon Kolosseum. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.